Am Donnerstag, den 3. Oktober, findet der Degerndorfer Spendenlauf, kurz DSL, statt. Die jüngeren Teilnehmer können ab 13 Uhr beim Bambini-Lauf oder beim Juniorlauf starten. Für die Älteren gibt es einen Hobby- sowie den Hauptlauf. Alle Startgebühren sowie die Erlöse von den Essens- und Getränkeständen werden nach Uganda gespendet, um Kindern eine Schulausbildung zu ermöglichen. Isabel Heusinger stellt von Freitag, den 4. bis Samstag, den 5. Oktober ihre Ölgemälde aus. Sie entstanden nach Motiven ihrer 11-monatigen Weltreise. Die Ausstellung im Kunstraum des Neumarkter Klostertors kann an beiden Tagen von 14 bis 18 Uhr besichtigt werden. Am Dienstag, den 8.10., startet das 3. Seminar für Gründer, Jungunternehmer und Betriebsnachfolger mit den Themenschwerpunkten Rechtsformwahl, Buchführung und Steuern. Die Unternehmerschule 2019 beginnt um 18 Uhr im Saal des Landratsamtes und ist für die Teilnehmer kostenfrei. Anmeldungen sind bei der Wirtschaftsförderung des Landkreises möglich. Und am Mittwoch, den 9. Oktober, hält Stefan Traxler einen Vortrag über das Haus der bayerischen Geschichte in Regensburg. Im Museum für historische Maybach-Fahrzeuge in Neumarkt berichtet der Architekt über seine Arbeit an dem 2019 eröffneten Haus. Der Vortrag wird vom Bund Deutscher Architekten veranstaltet und ist kostenlos.